Liebe Parteifreunde, sehr verehrte Damen und Herren, können Sie mich gut hören? Gut. Vielleicht sollte ich Ihnen noch das eine oder andere kurz zu meiner Person sagen, nicht? Wie schon angedeutet, ich lehre EU-Recht in Großbritannien und arbeite dort in London auch als Fachanwalt für EU-Recht, nicht? Also ich komme heute Abend weit her. In gewisser Weise, außerdem hatte ich eine kleine Komplikation, das ist aber auf dem Wege der Besserung. Unmittelbar komme ich aus dem Krankenhaus und deswegen bin ich auf dem linken Auge blind. Aber nicht im metaphorischen Sinne, nicht? Gut, vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch. Auf einem EU-Sondergipfel zur Jahrtausendwende verkündeten die europäischen Staats- und Regierungschefs, Sie wissen das, bei den europäischen Gipfeln sind sowohl die Staats- und die Regierungschefs anwesend. Das hat einen einzigen Grund, und zwar denjenigen, dass Frankreich stets mit zwei Personen vertreten sein darf, nicht? Also auf einem solchen EU-Sondergipfel im Jahre 2000 verkündeten die europäischen Regierungschefs die sogenannte Lissabonner Agenda. Diese hatte zum Ziel, die EU innerhalb von 10 Jahren, also bis 2010, zum, und jetzt zitiere ich, wettbewerbsfähigsten, dynamischsten, wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt und zugleich und damit zur Messlatte sowohl für die USA als auch für ganz Ostasien zu machen. 2004 berichtete die EU kleinlaut, man laufe Gefahr, dieses Ziel zu verfehlen. Als das Jahr 2010 näher rückte, wurde die Agenda durch das Nachfolgeprogramm Europa 2020, dem wir uns nun auch nähern, für 10 Jahre verschoben. Mittlerweile sind Verweise auf die Lissabonner Agenda auf den Webseiten und in den Papieren der EU ebenso sorgsam entfernt worden wie Fotografien des in Ungnade gefallenen russischen Revolutionärs Trotzki während der Herrschaft seines Erzrivalen Josef Stalins, nicht? Heute erfahren wir von der Lissabonner Agenda eigentlich nur noch aus Wikipedia. Dennoch konstatierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor nicht allzu langer Zeit, Europa ist ein absolutes Gewinnerprojekt, gerade und besonders auch für Deutschland. Denn, das wissen Sie alle, kein anderes Land hat von der europäischen Einigung so sehr profitiert wie wir. Von Merkel hören wir seit Jahren das Gleiche. Dann blickte ich mal in die Wahlprogramme unserer Konkurrenten. Wenig Wunder nimmt angesichts dieser Äußerungen unserer zwei Staatsspitzen, dass CDU-CSU Europawahlkampf machen mit dem Slogan Europa macht stark und sorgt für Wohlstand, Sicherheit und Zukunftschancen. Die Grünen sehen das Wohlstandsversprechen Europas für bereits erfüllt und wollen es erneuern im Sinne globaler Gerechtigkeit, das kennen Sie alle, und die Rechte von Bisexuellen, Transpersonen, Interpersonen und Queermenschen. Die FDP will mehr Mehrwert und Englisch zur zweiten Sprache, Amtssprache in der EU, überall erheben. Und Frau Barley, die nach eigenen Angaben mit ihrer Familie im Vierländereck lebt, das es eigentlich gar nicht gibt, nicht? Und deren SPD verzweifelt die Hände ringt, nicht wissend, was tun, hat die Lösung und Losung nun endlich gefunden und frohlockt in ihrem Wahlprogramm
Europa ist die Antwort. Offensichtlich leben unsere Politprofis in einer anderen, besseren Welt. In dieser Welt, in die die meisten von uns besser kennen, ist die EU seit langem und seit 2000 insbesondere weit langsamer gewachsen als alle anderen Weltregionen mit Ausnahme Japans. Und die Staaten der Eurozone sind im Schnitt noch langsamer gewachsen als die Nicht-Euro-EU-Staaten. Und wie steht es um den Euro-Profiteur Deutschland? 1992 hatten nur 5 andere europäische Staaten, einschließlich der Schweiz, Norwegen, Luxemburg, Liechtenstein und Dänemark, ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als Deutschland. Mittlerweile sind 5 andere Staaten hinzugekommen, darunter Irland, Schweden, Niederlande und Österreich. Und der Abstand zu den 5 ursprünglichen hat sich wesentlich vergrößert. Also nur verglichen mit den Krisenstaaten der Eurozone wächst Deutschland noch ein wenig überdurchschnittlicher. Und dies auch nur noch. Die Deutschen haben zudem die höchste Abgabenlast der EU, das niedrigste Medianvermögen aller Privathaushalte in der Eurozone, überdurchschnittlich viele Niedriglohnarbeitsverhältnisse und eine mittlerweile unterdurchschnittliche Altersabsicherung. Und wie Sie vorgestern in den Medien hörten, gibt es ca. 4 Millionen Vollzeitbeschäftigte, die weniger als 2.000 Euro brutto im Monat verdienen, also mitunter vielleicht einmal 1.300 Euro netto. Die Altparteien haben versagt und statt Lösungen unterbreiten sie uns das Märchen vom reichen Lande. Dank Frau Merkel und ihrer Euro- und Migrationspolitik kostet uns heute die EU mindestens 20 Mal so viel wie vor gut 10 Jahren. Zurzeit zahlt Deutschland mindestens 14 bis 15 Milliarden Euro mehr in das EU-Budget ein, als es daraus erhält. Die gemeinsame Asylpolitik, so wie sie durch Frau Merkels und die EU-Rechtsbrüche entwickelt oder weiterentwickelt wurde, kostet den Bund nach offiziellen Angaben rund 25 Milliarden. Und die deutschen Steuerzahler, wenn wir Kommunen und Länderhaushalte in Betracht ziehen, mindestens 50 Milliarden. Und Frau Merkels Euro-Rettung kostet die Steuerzahler und Sparer noch einmal 130 bis 40 Milliarden. Das sind jedes Jahr insgesamt rund 200 Milliarden. 50 für die Asylpolitik, 140 für die Euro-Rettung und dann nochmal 15 an Nettobeitrag und dann noch die Kosten des Brexits, die ich gar nicht hinzugefügt habe. Die EU wird uns indes als wirtschaftlicher Erfolg und Garant von Gerechtigkeit, Demokratie und Rechtsstaat verkauft. Tatsächlich bewegt sie sich in die Dauerrezession, bricht ihr eigenes Recht, wenn immer die EZB wieder rechtlich eine Anleihe kauft oder ein Migrant die deutsche Grenze passiert. Und von ihr profitieren allenfalls einige Steueroasen wie Luxemburg, Irland und bedingt auch die Niederlande. Deshalb, und damit komme ich zu unserem Parteiprogramm, muss Deutschland raus aus dem Euro, denn der Euro wird von Jahr zu Jahr teurer. Und die EU
muss von Grund auf reformiert werden. Ohne gemeinsame Asylpolitik, ohne europäische Armee und ohne ein ausuferndes und überteuertes europäisches Parlament und auch ohne eine politisierte EU-Kommission und stattdessen kontrolliert durch Volksentscheide und wieder gestärkte nationale Parlamente. Der Austritt aus dem Euro und auch aus der EU als letzte, wirklich letzte Option wird nicht preiswert, aber immerhin billiger als der Verbleib in der EU, wie sie derweil ist, und allemal preisgünstiger als die EU, wie Merkel und Macron sie sich derweil vorstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wählen Sie am 26. Mai die Alternative.